Erster Link in der Videobeschreibung, unser Discord-Server. Wir freuen uns auf euch. So, und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge. Biofarming. Oh. Hier, ich wollte den Landini hier dazu nutzen und ich steige den falschen ein. Genau. Na, den hier will ich benutzen. Für das Zeug, denn ja, der hier ist halt Schmalspurtraktor. Ganz netter. Ja, fährt leider nur 30 km/h, aber das ist ja da beim Arbeiten auf dem Feld wurscht. Ich finde, Schmalspurtraktoren sehen irgendwie so niedlich aus. Ne? Ich meine, gut, der hier sieht extrem kacke aus durch den externen Frontkraftheber vorne. Oder halt durch den nicht in den Rahmen integrierter Frontkraftheber-Dinge. Ach, ihr wisst, was ich meine. Das Teil da vorne halt. Ich meine, beim Magnum, da sieht das ja noch irgendwie halbwegs okay aus, ne? Aber hier bei dem Ding, ja. So. Hoppala. Oh, perfekt. Ich habe schon Angst gehabt, dass vorne noch eine Reihe stehen bleibt, aber ist jetzt zum Glück nicht der Fall. Oh, und jetzt haben wir hier Schmalspur. Gib ihn. Ja, vor allem wie schnell die Reifenspuren verschwinden, ne? Die sind da schon weg, nebenan. Also, es geht schon schnell. Vor allem, wie sehr das ausmacht und wenn man um eine Kurve fährt und wenn nicht. Vor allem packt der das nicht, oder? Packt der nur 12 km/h? Naja, egal. Also sieht schon schick aus, da wie der ist verteilt. Wie genau funktioniert das eigentlich? Da bläst du eigentlich die Luft nach hinten, oder nicht? Naja. Perfekt, kleine Reihe stehen lassen. Eieiei. Da dauert aber auch schon seine Zeit, bis man hier mal fertig wird. Alter, das ist ja. Also, der Frontkraftheber, das ist ja mal richtig dämlich bei dem hier, ne? Zum einen, so ein richtig kleiner Träger, der braucht doch keinen Frontkraftheber. Zum anderen, tut er die Bodenfreiheit auf fast null reduzieren. So. Und perfekt. So. Es sieht schon niedlich aus hier, ne? Dieser Frontkraft hier, der ist immer noch. Naja. Ich frage mich eigentlich, ob man die Büsche auch mal schneiden muss. Naja. Irgendwie. Das dauert so seine Zeit. Kann ich nicht auch irgendwie Helfer aktivieren oder sowas? Ich glaube, hier bei dem geht das nicht. Nein. Naja. Komm, kann er nicht ein Turbo reinlegen oder so, aber der dauert ja Ewigkeiten hier. Er dauert und dauert und dauert. Aber letzte Reihe, Leute. Letzte Reihe haben wir. Ja gut, wir sind da ein bisschen besoffen gefahren, aber naja. Road to letzte Reihe. Oh Mann. Ja, ich glaube, wir müssen die beiden Büsche da hinten nochmal neu machen, ne? Aber dann habe ich echt keinen mehr ausgelassen, ne? Nur die ersten zwei Reihen beginne. Heißt das so? Ach, keine Ahnung, was weiß ich.
Dann werden wir nochmal rückwärts ran. Aber es lädt schon ein bisschen gerade. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt hat aber. Boah, was ist denn jetzt los? So. Jawohl, da fahren wir doch am besten gleich hier durch diese Reihe. So, und gewinnen. Kann man eigentlich durch die Büsche durchfahren? Ah, verdammt, war in die falsche Reihe. Na egal. So. Ach, och Mann, ich bin aber auch selten dämlich gerade. Ich stell mich aber auch blöd an. Jetzt aber, oder? Das ist immer noch nur 99%, hä? Habe ich da was vergessen? Ach da, boah, was mache ich denn? Eieiei. Da ist die zweite Reihe, oder der erste, der da ist noch nicht bestäubt worden. Jetzt aber, ja. Oh, endlich. Jetzt machen wir dann noch ein Wasserfass. Ist in dem Wassertank wieder voll. Dann sind wir auch schon fertig hier. Na dann, irgendwie hat die Map hier nicht mehr zu bieten, ne? Aber ernten will ich noch. Ernten will ich noch. Ja, wo stellen wir das Zeug hin? Hoppala. Irgendwie, man kann ja auch nichts selber platzieren oder so, ne? Man kann, ich hatte ja nur, ich habe ja aktuell nur so irgendwie hier das Ding und da gibt es dann nicht mal hier eine Brücke irgendwie. Da muss ich ja hier außen rumfahren oder einmal hier über die Straße querbeet darüber, bis ich da hinkomme. Oh Mann. Jetzt hier nach Werkstatt. Ja. Was ja Sinn machen würde, der macht ja irgendwie. Okay, die hier macht nicht mehr Sinn, das ist ja egal. Bei mir sieht man echt jeden einzelnen Baum, ne? Ich meine, wenn man weiter rauszoomt, zoomt nicht. Mal, tun wir mal kurz hier so mal. Na egal. Okay. Warte mal, ist das jetzt. Das ist Dinger, dieses Zeichen, ne? Das gedüngt ist. Ach, egal. Ach, so. Schmeiß ich die hinsetzen hier. Gut. Aber fahren wir mal den hier. Keine Ahnung, schiebt mir das da oben hinten hoch. Ich habe keine Lust, das alles da irgendwie immer rüber zu fahren und dann. Ne. So. Okay, was mir dazu? Es war schon so. So. Jetzt warte, nutzen das hier. Wasser holen, ne? Genau, Wasser holen. Das Fass müsste eigentlich noch da hinten stehen. Wenn mir nicht alles täuscht jetzt. Genau, hier ist es. Der Wasserspeicher, der ist leer. So, das ist ja hier. Okay, arbeiten ist das nicht. Dann geht das jetzt ja auch nicht.
Da, entladen. Jetzt geht's. Komisch. Ist es schon wieder voll, oder? Fahren wir mal hier ran. Ja, ist schon wieder voll. Mann. dann holen wir jetzt nochmal ein neues. Wo hat man das noch? Achso, ja, das hat man ja da direkt am Hof geholt. Oh, ist ja perfekt. Hier. So, abbremsen. Und beladen. Kostet das Geld? Nö. Oh Mann, das kostet nicht mehr Geld. So, perfekt. Jetzt hoffe ich mal, dass das irgendwie wächst oder ähnliches. Das Feld. Oh Mann. Wie lange sind wir da jetzt schon daran, irgendwie irgendwas hier hinzubekommen? Wenn ich ja. Geht's ja besser wie sonst, ne? So. Kann man schon was erkennen? Kann man schon was erkennen? Kann man schon was erkennen? Hier, komm. Komm, Axt, Axt, Axt. Weil ich falsche Taste. Warte, die Taste drücken. Okay, das ist auch cool, um in den Land sich zu gehen. So, komm, wachst, 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 wachst. Na egal. Den Land sich das mal auch nicht daran. Ja. Naja, ja, was machen wir jetzt? Abbremsen. Ach, okay. Kann ich das da eigentlich auch einsteigen? Nicht einsteigen, reingehen. Ach ja, wir können ja nicht springen. Genau, nicht sprinten oder so ähnliches, ne? Ja. Feldfrucht ändern, kann ich. Geil. Wachstum 24%, okay. Ich kann mal gucken. Hier. Drohnen aktivieren. Starte ich die mal. Es ist egal. Hier Drohne. Wo wollte ich jetzt hin? Eigentlich egal, wo ich hin will. Okay, ich kann die Karte nicht öffnen. Ich glaube, hier oben in der Ecke war. Moment, oder? Hier ist ja alles 100% genau, perfekt. Die unzureichenden Mittel. Achso, weil hier nichts da ist gerade, oder? Ach, egal. Lebenhain. Okay, hier Wand. Ist denn scheiß Ernst hier? Okay, ich kann da nicht rüber, weil da fest so ist, oder was? Dann fliege ich halt höher drunter. Aber wo waren das jetzt? Wo war denn das jetzt? Wind? Ach ja, ah ja, genau, da wollte ich hin. Okay. Aber hier paar tausend für eine Windkraftanlage. Also ich weiß noch nicht, wieso ich in Real Life gehen, aber bei uns kostet 4000, bei uns kostet eine Windradanlage keine 4000. Man kann anscheinend sogar rein und irgendwas machen. Kann man gucken, keine Ahnung, wenn das nur Deko ist, dann kaufe ich jede, wollte ich sagen, aber ich komme da nicht durch. Ich habe zuerst gedacht, das wäre eigentlich so ein Kraftwerk. Weil ist es eigentlich auch ein Kraftwerk, ein Windkraftwerk, aber. Ach, so ist so halt so ein anderes Kraftwerk, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, das haben wir gerade schon gesehen. Dieser scheint auch irgendwie irgendwas sein auf Loud Map. Na egal.
Ja, machen wir weiter. Ja, hier noch. So, perfekt. Haben wir noch eins? Ach, fliegen wir einfach mal weiter rum. Haben wir ja sonst nichts zu tun, ne? Obwohl eigentlich schon, wir könnten die Zeit mal verlaufen lassen. Das war doch irgendwie. Ah, so. Eieiei. 6 mal 600-fache Geschwindigkeit als normal. Ach, das Scheiße. Mal laufen wir mal hinter zum Feld, würde ich sagen. Wenn ich mal das beobachte, wie das aussieht. Ich glaube, wir müssen noch mal alles machen, gefühlt, bis das irgendwas bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell geht. Obwohl, das Spiel ist eigentlich sehr einfach aufstrukturiert. Weil sei es nur bei 100%. Komisch. Also. Entkommen aus grüner Energie 600. Okay. Aber jetzt ist hier anscheinend was gewachsen oder irgendwas passiert oder was weiß ich. Ist das jetzt schon erntereif? Warte mal, da unten ist irgendwie so ein Zeichen. Na, das war die falsche Taste. Hier, Karte. Auf so eine Sonnenblume ist da drauf. Ich glaube, das heißt, dass man es ernten kann. Also wenn ja, dann ging das sehr schnell. Ich habe gedacht, dass man wenigstens einen Tag warten muss, aber gut. Ja, dann können wir ja nächste Folge schon das Ernten anfangen, ne? Endlich. Schon ziemlich lange gedauert irgendwie. Obwohl, ich glaube, jetzt wird es noch länger dauern. Obwohl, es waren eigentlich nur Düngen und Wasser hinbringen. Mehr war das ja eigentlich nicht. Aber dafür hat das schon lange gedauert. Wachstum ist wieder ganz unten. Ist jetzt hier irgendwo. Ist jetzt irgendwo was? Hier ist nichts, ne? Ah, hier sind jetzt. Ja, jetzt sind hier solche Kisten. Na, das finden wir alles in der nächsten Folge. Kann ich eigentlich auch hier auch durchs Wasser? Ja, hier schon locker. Kann es sein, dass da eben im Fluss auch irgendwie sowas ist? Nee, ich glaube nicht. Na, gucken wir uns das nächste Folge an. Bis dahin. Tschüss.